Hallo, heute geht es um die Basisqualifikationsprüfung NTG für die Industriemeister vom Herbst 2012 und besprechen möchte ich die Aufgabe 6. Bei der Aufgabe 6 fertigen wir uns zunächst mal die Skizze an. Die ist zwar schon im Groben und Ganzen vorhanden, allerdings ist für mich die räumliche Darstellung noch nicht ausreichend. Um daraus irgendwie eine vernünftige Abbildung zu bekommen, zeichne ich mir den Bolzen erstmal nochmal hin, so wie der etwa aussieht. Ja. Und dieser Bolzen wird räumlich ein bisschen dargestellt, indem wir eben hier jetzt versuchen, da so die Querschnittsflächen irgendwie anzutun. Dann wird vielleicht manches doch ein kleines bisschen einfacher für uns. An diesem Querschnitt hier vorne wirkt eine Kraft von 70 kN. Der Durchmesser ist für uns unbekannt. Also gesucht klein d. Gegeben